Die Timmelsjoch-Hochaltenstraße zwischen Nord- und Südtirol ist wieder frei. Nach dem strengen Winter musste das Räumungsteam bis zu 12 Meter hohe Schneewände entfernen. 7 Wochen lang hat die Räumung mit Baggern und Schneefräsen gedauert. Unser Wetterreporter Marco Kaschuba war Ende April live bei der aufwendigen Räumung dabei. Die Urlauber kommen trotz des warmen Mais aktuell noch in den Genuss einer beeindruckenden, verschneiten Hochgebirgslandschaft mit teils bis zu 7 Meter hohen Schneewänden. Der rund 2500 Meter hohe Grenzpass feiert indes sein 50-jähriges Jubiläum. Am 15. September 1968 wurde die moderne Passstraße zwischen dem Ötztal in Österreich und dem Passaiatal in Italien eröffnet. Auch 50 Jahre später zieht die für viele schönste Panoramastraße Tirols tausende Pkw, Motorrad- und Fahrradfahrer in ihren Bann.